Hey Thorsten, schön dich zu sehen. In München läuten die Mittagsglocken. Es ist ja Lunch and Learn. Ich hoffe, ihr habt alle was Leckeres zum Essen. Ich habe hier heute nur mein Latte Macchiato stehen, weil ich heute ein bisschen später aufgestanden bin. Bei mir ist es der Brunch sozusagen. Und ja, wir haben uns am Freitag mit über 20 herausragenden Menschen in München getroffen, alles Redner in meiner Agentur, und haben gemeinsam das Jahr des Mutes ausgerufen, weil wir uns alle einig sind, dass in der Stapelkrise, in der wir uns befinden, und in diesem Clusterfuck brauchen wir alle unheimlich Mut, um uns gegenseitig zu stärken, auf die Straßen zu gehen, aber eben auch in den Unternehmen, bei euch zu Hause, die Dinge anzupacken, die jetzt anstehen. Und ich freue mich unglaublich, dass ich heute zwei Menschen hier bei unserer Lunch and Learn-Reihe begrüßen darf. Ich bitte auf die Bühne Tina Teucher und Johannes Wart. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Tina, wo bist du gerade? Ich bin gerade in München. Und Johannes, wo sitzt du? In deinem Theater? Ich bin bei mir zu Hause in meinem kleinen Theater. Warum habe ich euch beide vor ungefähr einem Monat zusammengebracht? Euch eint ein riesengroßes Herz. Ihr seid zwei Menschen, denen ich in den vergangenen ungefähr 10 Jahren oft auch persönlich begegnet bin. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Wir sind inzwischen auch Freunde. Und ich habe mir gedacht, wenn ich Tina und Johannes zusammenstecke, dann wird etwas entstehen, was uns allen ganz viel Mut machen kann. Die Tina ist eine Frau, die Megatrends von morgen wirklich schon lebendig macht und die uns alle ansteckt mit ihrer unglaublichen Kraft, Dinge zu bewegen und zu verändern. Sie ist Moderatorin, sie ist Autorin, sie ist Beraterin für nachhaltiges Wirtschaften. Und heute ganz wichtig für uns hier in dieser Session, die Gründerin der Generation Restoration, weil wir haben keine Lust mehr, uns einteilen zu lassen in verschiedene Altersstufen. Wir sind nämlich alle eine, nämlich die Gen R. Und liebe Tina, du wirst uns gleich als erstes in deinem Vortrag erklären, was du darunter verstehst und warum wir alle einer Generation angehören. Genau. Und dann kommt der Johannes. Sorry, ich wollte den Johannes noch mal ganz kurz einführen. Der Thorsten hat es ja vorhin schon gesagt. Johannes nennt sich selbst der Ermutiger. Und ich kann das nur bestätigen. Ich kenne Johannes schon seit ungefähr 10 Jahren. Und auf seiner Webseite steht als allererster Satz: Nur wer selbst brennt, kann andere anzünden. Und lustigerweise habe ich ihn kennengelernt, als er auf einer großen Bühne hier in München vor ungefähr 800 Leuten mit Pfeil und Bogen nicht eine Kerze angezündet hat, sondern er hat mit diesem Pfeil die Kerze ausgeschossen. Und das muss man sich mal vorstellen, ja. Und insofern hat er in mir etwas angezündet, indem er was gelöscht hat. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Er ist seit 30 Jahren auf der Bühne und die Presse schreibt über ihn, er sei Deutschlands bekanntester No-Name. Und jetzt freue ich mich, dass wir zuerst Tina hören, wie sie die Menschheit ermutigt, zur Gen R zu gehören, und dann im Anschluss den Johannes. Die beiden werden die nächste Dreiviertelstunde gestalten. Und zum Schluss komme ich auch noch mal. Jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Vortrag und den Impulsen von unserer Ermutigerin Tina Teucher. Danke, liebe Karin. Ja, es gibt, wenn wir uns auf das Jahr 2024 stürzen, ganz viel, was man tun kann und ganz viel, wo man auch Mut draus schöpfen kann. Schauen wir uns das doch mal gemeinsam an. Ich glaube, es ist spannend, wie wir auf das Jahr 2024 blicken, weil es scheint ja, als ob die Nachrichten, die sind nur noch dazu da, uns zu entmutigen. Ja, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Wir hangeln uns von einer Krise zur anderen, die türmen sich dann so aufeinander und dann bilden sie eine Stapelkrise. Wie gehen wir damit um? Das ist die Kernfrage. Und wie wir mit persönlicher Veränderung umgehen. Das ist eine ziemlich persönliche Frage. Wie ist mein Umgang mit Veränderung? Weil die Zukunft scheint ja ungewiss und kompliziert. Und das hat auch schon Konfuzius gesagt, ne? Der hat gesagt, das Leben ist einfach, wir bestehen aber drauf, es kompliziert zu machen. Die Wissenschaft nennt das den Complexity Bias. Und der lockt uns dann in die Falle, dass wir die komplexeren Konzepte für glaubwürdiger halten. Aber an dieser Komplexität kann man auch zerbrechen. Weil vielleicht ist euch das auch schon mal so gegangen. Ihr wolltet was machen und dann schien es auf einmal zu kompliziert, ihr hattet Angst, was falsch zu machen und dann hat man es lieber ganz bleiben gelassen. Und es zeigt einfach, Angst
führt zu Ohnmacht. Und Ohnmacht macht uns passiv. Wenn wir das auf immer mehr Lebensbereiche projizieren, nur weil sie uns zu kompliziert scheinen, finden wir dann bald alles sinnlos. Wir verfallen in so eine Lethargie. Und eigentlich werden wir Zombies, so mit so einem Tunnelblick. Wir gehen auf Autopilot, wir reproduzieren nur noch Muster, obwohl wir uns ja eigentlich einen Wandel zum Guten wünschen. Und eine Gesellschaft von Zombies kann man eigentlich nicht wollen. Aber vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr was unerträglich fandet und gesagt habt, jetzt ändere ich das, das packe ich jetzt an und es hat geklappt. Und dann haben wir das Gefühl von, ich kann was bewirken, die Selbstwirksamkeit. Und wenn wir das immer weiter trainieren, dann werden wir aktiv und sagen, auf geht's und ergreifen eben Action statt Lethargie und enden nicht als Zombies, sondern als Helden unseres Lebens, dieses wundervollen Meisterwerks. Und damit lege ich den Fokus auf das, was ich machen kann, weil 10% von dem, was passiert, sind äußere Umstände und 90% ist das, wie wir damit umgehen. Das ist der Kern und damit treffen wir als Entscheiderinnen und Entscheider in unserem jeweiligen Beruf die Entscheidung für eine gute Zukunft. Und das ist auch das Prinzip von Leadership im 21. Jahrhundert. Das heißt, sich dieser Entscheidungsmacht bewusst zu werden. Na, ich alleine kann doch eh nichts verändern, sagen viele Millionen Menschen. Und keine Schneeflocke fühlt sich mitverantwortlich für die Lawine, hat Voltaire gesagt. Tja, aber was heißt Verantwortung? Verantwortung heißt nicht, alle Antworten zu kennen, sondern Verantwortung heißt, sich den Fragen zu stellen. Und was sind diese Fragen? Ich habe Ihnen mal zum Einstieg 3 Tools und 3 Fragen zur Ermutigung mitgebracht, die mir selber immer total helfen. Also ermutigende Fragen zu stellen ist mal das allererste. Also nämlich nicht zu sagen, was kann ich nicht, sondern was kann ich sehr wohl? Was kann ich sehr wohl bewegen? Wem kann ich sehr wohl helfen? Wer kann mir sehr wohl helfen? Also auch mal mutig sein, nach Hilfe zu fragen. Dann, im Gegensatz zur Nachrichtenflut, die uns kaputt macht, ermutigende Medien nutzen. Das ist zum Beispiel Forum Nachhaltig Wirtschaften oder Futur 2. Da finden Sie jeweils die Geschichten des Gelingens, die Sie dann mit guten Ideen, Hoffnungen, Innovationen füttern. Und vor allen Dingen aber suchen Sie sich Gesprächspartner, die Energiepartner sind, statt die Energieräuber. Sie kennen das, man redet mit manchen Leuten und danach ist man völlig ausgelaugt. Treten Sie in ermutigende Netzwerke ein, die Ihnen Energie geben. Zum Beispiel Baum, das ist das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften. Finde ich so toll, da engagiere ich mich auch seit vielen Jahren ehrenamtlich im Gesamtvorstand. Oder die Generation Restoration, die habe ich mitgegründet und das war, wenn ich ehrlich bin, ein ganz persönlicher, großer Akt des Mutes für mich. Es begann mit der einzigen Frage. Was wäre, wenn wir Flüchtlingscamps in regenerative Orte verwandeln? In diese Idee möchte ich ein paar Minuten mit euch und Ihnen eintauchen. Die mich kennen, wissen ja, meine Leidenschaft ist es, die guten Lösungen, die es heute schon für ein lebenswertes Morgen gibt, bekannt zu machen und zu multiplizieren, zu skalieren. Und ich schaue dabei immer, was funktioniert möglichst ganzheitlich, also für alle Nachhaltigkeitsziele und wo haben wir den größten Hebel. Und so kam es dann, dass ich mich 2018 mit Ecosystem Restoration beschäftigt habe, also die Wiederherstellung von Ökosystemen und journalistisch und wissenschaftlich dazu recherchiert habe. Und da fiel mir ein sehr krasser Zusammenhang ins Auge. Zum einen werden 3,5 Milliarden Menschen durch die Auswirkungen des Klimawandels stark gefährdet. Wir haben jetzt schon 75% der Landfläche, die erheblich degradiert sind und das kostet uns jährlich 231 Milliarden US-Dollar. So, und diese ökologischen und ökonomischen Entwicklungen haben schlimme Auswirkungen auf die soziale Nachhaltigkeit, weil die Zahl der Menschen auf der Flucht ist in den letzten Jahren um 20% gestiegen. Sie liegt jetzt bei 114 Millionen Geflüchteten weltweit. Und das lässt uns auch hierzulande nicht kalt. Wir können beobachten, dass zum Beispiel die Bundesregierung 2023 allein 10 Milliarden Euro für die sogenannte Fluchtursachenbekämpfung mobilisiert hat. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Menschen auf der Flucht, die setzen ja enorme Kräfte frei, um bessere Lebensbedingungen zu finden. Sie finden sich dann oft in einem Flüchtlingslager wieder, was in der Nähe von ihrem Heimatland ist. Und das ist als Zwischenstation gedacht, aber die Weiterreise ist riskant, kostspielig, beschwerlich und so bleiben sie oft länger als vorgesehen. Und manche verlassen das Lager nie wieder und sie lernen dort Abhängigkeit, Gewalt, Hoffnungslosigkeit. Es ist im Prinzip eine Verschwendung von Potenzial und auch eine Wüstenbildung in der Seele, a desertification of the soul, über 114 Millionen Seelen. Es ist
zum Verzweifeln. Und ihr kennt mich ja, ich bringe immer Lösungsideen und Hoffnung mit. Und hier ist eine, das ist das Les Plateau in China, gefilmt und fotografiert von dem Dokumentarfilmer John DeLu, ein Freund von mir. Der hat dort ein riesiges Restaurierungsprojekt begleitet und er zeigt mit seinem Filmmaterial, dass wir Hoffnung haben können. Es geht, es funktioniert. Wir können zerstörte Landschaften wiederherstellen und heilen. Wir können die Erosion stoppen und verloren geglaubten Boden wieder fruchtbar machen. Und dabei geht es durchaus um innere und äußere Regeneration. Also einerseits die Regeneration des Zerstörten, aber die führt eben zur Wiederherstellung auch der Hoffnung überall auf der Welt. Wie hier in Kenia, wo die Organisation Just Dig It den degradierten Boden wieder begrünt mit sogenannten Swales. Das sind Erdarbeiten, so Wasserrückhaltetechniken. Und ich selber konnte die Kraft von Ecosystem Restoration in Ägypten erleben. Da begrünt das Unternehmen Sekem seit den 70er Jahren die Wüste. Und die Fotos, die ich gemacht habe, zeigen hier links die Wüste, in der Mitte Bäume pflanzen, macht total Spaß, und rechts die kleinen Wälder, die dann schon nach weniger als 2 Jahren dastehen. Und es ist ein Unternehmen mit tausenden Mitarbeitenden, es lebt davon. Die Regeneration ist rentabel und es ist jetzt an uns allen, dieses Potenzial jetzt in diesem Jahrzehnt zu nutzen. We are the Generation Restoration. Und deswegen hat die UN auch dieses Jahrzehnt dazu ausgerufen als UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen. In dieser Dekade können wir das Ruder rumreißen. Und es lohnt sich, schon alleine volkswirtschaftlich. Die Wiederherstellung von Ökosystemen, die geschädigt sind, kann bis 2030 9 Billionen US-Dollar an Ökosystemleistungen generieren. Ökosystemleistungen sind zum Beispiel sauberes Wasser und bis zu 26 Gigatonnen CO2-Äquivalente aus der Atmosphäre ziehen. Und der Nutzen von dem Ganzen übersteigt die Kosten um das 10-fache. Und mit Geflüchteten das zu machen, gemeinsam kann zur Erreichung aller 17 Nachhaltigkeitsziele beitragen. Ihr seht hier, angefangen bei keine Armut, kein Hunger, das ist relativ logisch, denn die regenerativen Methoden machen ja den Boden wieder fruchtbar. Dadurch stärken sie die Ernährungssicherheit und sie schaffen Einkommensmöglichkeiten, zum Beispiel durch die Herstellung und den Verkauf von Gemüse, Obst, erneuerbaren Energien und anderem. Aber auch solche Ziele, die erstmal nicht so offensichtlich erscheinen, zum Beispiel die 5, Geschlechtergerechtigkeit. Renaturierung verringert das Gewaltrisiko für Frauen in Flüchtlingscamps, denn es sind meistens sie, die weite Wege zurücklegen müssen, um Holz zu sammeln. Und wenn sie stattdessen zur Wiederaufforstung beitragen können, statt zur Abholzung, dann sind sie schützend in eine Gemeinschaft eingebunden und diese Arbeit verringert Konflikte um Ressourcen, trägt damit auch zum Ziel Frieden bei und sowieso zu Klimaschutz und Biodiversität durch die Kraft der Ökosysteme, die wir reaktivieren. Und für die Menschen in den Camps bedeutet das eben, was sie brauchen, können sie mit regenerativen Praktiken selbst und sich gegenseitig ermöglichen. Essen, Kompost für fruchtbare Böden, Bäume für Schatten und Schutz vor zu starker Hitze, Baumaterial für Unterkünfte, aber auch Ausbildung, wirtschaftliche Integration, Stärkung der Gesundheit und regenerative Energien und Ideen für Strom und Kochen und Heizen und Kühlen von Nahrung auch. Und das alles wirkt letztendlich der Wüstenbildung entgegen, der Wüstenbildung von Boden, Seelen und Gesellschaft, nämlich mit Empowerment, indem ich eben von der Abhängigkeit zur Selbstermächtigung komme, mit Orientierung von der Ressourcenknappheit zur Kreislaufwirtschaft und mit Hoffnung von der Zerstörung zum Wiederaufbau. Und ich war letztes Jahr in Uganda im März und durfte live erleben, wie regenerative Ansätze die geflüchteten Menschen dort beleben. Uganda hat ungefähr 1,4 Millionen Flüchtlinge und bietet ihnen ein kleines Stück Land für Unterkunft und landwirtschaftliche Nutzung. Allerdings ist es so, die Neuankömmlinge konkurrieren um Ressourcen mit den lokalen Gemeinschaften, die sie aufnehmen, um Ackerland, Wälder, Wasser. Und deswegen ist eben ein regenerativer Ansatz nötig und erforderlich, damit die Menschen sich selbst ernähren können, ohne den Boden und die Umwelt immer weiter auszubeuten. Und ja, ein Ansatz, mit dessen Hilfe sie letztendlich das Land und ihre Gemeinschaften bereichern. Und das macht zum Beispiel Yise Uganda, seht ihr hier die Organisation, die trainiert die Menschen in diesen Techniken und die arbeiten in Nakivale. Das ist das älteste Flüchtlingscamp in Afrika, 60 Jahre alt. Und das Team hat dort schon über 1500 Kleinbauern ausgebildet, beraten mit praktischen Schulungen zu Permakultur, zu regenerativer Landwirtschaft, Wassergewinnung, Tröpfchenbewässerung
Oder hier unten seht ihr die Herstellung von Biodünger und Pestiziden und vor allen Dingen Biodünger über Komposttoiletten. Und nicht nur wird damit der über Jahre degenerierte Boden dann wieder aufgebaut, vor allen Dingen erreicht die Organisation die Haushalte, die damit inzwischen mindestens 2 Mahlzeiten pro Tag sich sichern können und ihr Einkommen um über 40% steigern könnten. Und sie tun auch was gegen das Müllproblem und für Kreisläufe, zum Beispiel mit leeren Plastikflaschen. Ihr müsst euch vorstellen, in einem Land, in dem es kein Pfandsystem gibt, aber auch das Wasser aus dem Hahn nicht unbedingt zum Trinken sich eignet, da fallen unzählige Einwegplastikflaschen an. Und Jesse bietet Einkommen für Menschen, die diese Flaschen sammeln, mit Sand füllen und dann als Bausteine für Gebäude einsetzen. In einer anderen Siedlung, wo ich war, das sieht man rechts oben, da ist eine flüchtlingsgeführte Organisation, Rambanja Rural Foundation heißen die, und die lehren sich gegenseitig Permakultur und machen aus organischem Abfall Holzkohleziegel. Die eignen sich dann zum Kochen und das bietet wiederum der Abholzung Einhalt. Außerdem haben sie einen Weg gefunden, die Nahrungsmittelunsicherheit zu bekämpfen, weil man braucht ja so viel und so schnell in so einer Fluchtsituation letztendlich was zu essen. Und ganz spannend ist, Austernpilze, die wachsen in nur 4 Wochen, sind ganz anspruchslos im Anbau und nährstoffreich im Körper. Und die kann man dann weiterverarbeiten zu Soßen, Kindernahrung, Porridge, ihr seht das hier rechts unten. Und so entstehen Social Businesses, von denen immer mehr Haushalte in der Flüchtlingssiedlung leben können und die sich das gegenseitig beibringen in Training of Trainers Ausbildung. Solche guten Beispiele gibt es überall auf der Welt. Sie sind uns zugetragen worden aus Kenia, Irak, Jordanien, Griechenland, Bangladesch, sogar auf den Philippinen. Überall suchen Geflüchtete zusammen mit den NGOs vor Ort Möglichkeiten, wie können sie die Gemeinschaft stärken. Und es sind aber bisher, ehrlich gesagt, sehr kleine Projekte. So, und die Frage ist, wie lässt sich dieses Potenzial potenzieren? Und dazu habe ich internationale Roundtables veranstaltet und moderiert. Da waren viele Stakeholder beteiligt, also NGOs, UN-Organisationen, Geflüchtete, Permakulturexpertinnen, Impact-Investoren. Und sie haben sich alle gefragt, wie können wir das skalieren? Und aus diesen Gesprächen wurden 3 Elemente deutlich, wie man die regenerativen Methoden in Flüchtlingscamps weiter verbreiten kann. Das eine ist tatsächlich das Skalieren der positiven Beispiele. Also, wir finanzieren und machen die Praxisprojekte sichtbar, die schon erfolgreich sind, weil von denen kann man dann wieder lernen, wenn sie zum Beispiel Permakultur-Lernzentren in den Camps haben und messen, welche positive Wirkung sie haben. Und diese Erkenntnisse kann man dann wiederum einfließen lassen in einen Systemwandel, sich nämlich grundsätzlich zu fragen, wie können Camps 2030 und 40 aussehen und designt werden, wenn sie neu entstehen. Also wie können wir dieses Regenerative, so ein bisschen wie bei Sustainable Cities, von vornherein mitdenken. Und im dritten Schritt geht es natürlich darum, Impact Investment, also die Gelder, die Mittel, die Finanzen dahin zu lenken, weil hier ein großer Hebel für alle Nachhaltigkeitsziele da ist. Und immer mehr Menschen wollen in was Sinnvolles investieren, zum Beispiel über Mikrofinanzkredite für regenerative Landwirtinnen. Und das ist so ein Stück weit die Theory of Change, die sich dann herauskristallisiert hat aus diesen Diskussionen. So könnten sich die Wunder multiplizieren lassen. Und daraus entstand die Generation Restoration Initiative, lauter Menschen, die diese Vision sinnvoll finden und mit ihren jeweiligen Mitteln zur Verwirklichung beitragen wollen. Und um aktiv zu werden, haben wir letzten Herbst dann den Verein Generation Restoration gegründet, gemeinnützig, aber als Social Business. Und ich kann euch sagen, das hat mich jede Menge Mut gekostet, weil wie das so ist, einerseits werden die berühmten Founders immer total gehypt und gelobt, aber to founder heißt im Englischen scheitern. Ja, und dieses Risiko ist natürlich immer erstmal da und das muss man erstmal annehmen. Und angesichts des breiten Zuspruchs lohnt es sich aber. Wir sind inzwischen knapp 50 Mitglieder, über 150 Freiwillige und gestern, yeah, kam endlich die Eintragung ins Vereinsregister. Und wir konnten erste ideale Partner gewinnen, die an ganz ähnlichen Zielen arbeiten. Party, Party. Und genau, dazu gehören eben zum Beispiel in Deutschland Baum, das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften und andere Partner. Und Sie merken schon, ich fühle mich ziemlich lebendig in dieser Vision, weil ich glaube, dass wir damit einen wichtigen Beitrag leisten können zur Resilienz unserer Gesellschaften weltweit und zur Erreichung aller Nachhaltigkeitsziele. Also jeder hier investierte Euro kann 17-fach wirken. Und wenn Sie jetzt innerlich sagen, klingt vernünftig,
oder ich bin begeistert, dann sage ich Ihnen jetzt noch, was wir mit Generation Restoration konkret vorhaben und wie Sie das unterstützen können. Was wir jetzt nämlich tun und vorhaben, ist ganz konkret Projekte zu unterstützen, finanziell, kommunikativ, mit wissenschaftlicher Begleitung. Denn nur so können wir dann den Impact, also die positive Wirkung, sichtbar machen und messen, wie Ecosystem Restoration diese Wirkung entfaltet und damit dann in Dialoge gehen, um den Systemwandel mit herbeizuführen, mit den Stakeholdern. Und ehrlich gesagt, das können wir nicht allein. Dafür brauchen wir Unterstützung. Mit Spenden von Privatpersonen, von Unternehmen, aber auch mit Freiwilligen, Volunteering, Menschen, die Lust haben, an der Verwirklichung einer großen Idee mitzuwirken. So, und jetzt kommt die Mutprobe für Sie und auch für mich. Ich traue mich, Sie was Kleines zu fragen und mal sehen, wie viele von Ihnen sich diesen kleinen, großen Schritt trauen. Bitte zücken Sie mal Ihr Handy und scannen Sie diesen QR-Code. Damit gelangen Sie zur Spendenseite von Generation Restoration bei Because. Because ist die Treuhandstiftung, die uns beim Spendensammeln hilft. Und die ist als gemeinnützig anerkannt. Das heißt, alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Und jeder Euro bewirkt hier eben ganzheitlich etwas für alle 17 Nachhaltigkeitsziele. Aber Vorsicht, also ich möchte schon sagen, haben Sie beim Geldausgeben immer Mut, sich Ihres eigenen Verstandes und Herzens zu bedienen. Sich ein Herz fassen, das ist ja so eine schöne Formulierung für Mut haben. Fassen Sie sich ein Herz und stellen Sie sich ermutigende Fragen. Die Fragen, was kann ich sehr wohl bewegen, wem kann ich sehr wohl helfen und wer kann mir helfen? Und haben Sie Mut, dafür mit Menschen in Dialog zu gehen und zu bleiben? Ich wünsche Ihnen den auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude und Erfolg für Ihren Mut 2024. Auch nochmal. Wow. Hey Tina. Jetzt hole ich mir den Johannes dazu. Hallo Johannes. Hallo Tina. Eigentlich braucht es jetzt gar keinen Mutiger mehr. Du hast schon richtig Mut gemacht und du hast mich an der Nase gepackt. Wir haben ja nichts vorher abgesprochen und wir machen jetzt nicht einen auf jeder sagt seinen Text auf, sondern das, was du gerade erzählt hast, habe ich ja auch gerade live mitbekommen. Und du hast mich an all die schon einige Projekte erinnert, die ich in meinem Leben noch ins Rollen bringen werde. Auf jeden Fall, nein, wirklich, herzlichen Dank, war sehr berührend. Und du hast mich an ein Projekt erinnert, von dem ich vor bestimmt mindestens 25 Jahren gehört habe. Da ist eine junge Familie aus Baden-Württemberg nach Manila in einen Slum gezogen. Die wollten unbedingt helfen und damals, also ich habe es leider durch dich inspiriert, nicht nochmal nachhaken können, aber diese junge Family mit zwei kleinen Kindern haben sich gesagt, wenn wir den Menschen helfen wollen, dann müssen wir wissen, was ist wirklich ihr Problem. Nicht von außen betrachtet, sondern in dem System drin. Und die sind wirklich in ein Slum gezogen. Ich fand das damals unglaublich berührend, bewegend, ermutigend. Und haben dann, ich glaube, ein halbes Jahr dort erstmal gelebt und haben festgestellt, das größte Problem in einem Slum ist der Müll, ist der Dreck. Und das kennen wir ja auch, wenn Krisengebiete sind, ist oft eben die Verwahrlosung, der Dreck das ganz große oder der Unrat das Problem. Und dann haben die mit ihren Unterstützern aus Deutschland geredet und haben gesagt, wir brauchen Geld, um den Müll aufzukaufen. Und haben dann im Endeffekt den Leuten dort gesagt, wir bezahlen euch den Müll, den ihr zusammensammelt. Und innerhalb kürzester Zeit muss dieses Slum dann relativ sauber gewesen sein. Interessant, so viel kann ich mich auch noch daran erinnern. Die Frauen haben das überwiegend gemacht. Die Männer waren eher Rumhänger, ich sage es mal ganz hart. Und die Frauen waren die Aktiven, die das gemacht haben. Und schlussendlich hat diese junge Familie dann mit der Regierung gesprochen und gesagt, hey, Müll wird bei uns entsorgt und bezahlt. Können wir da nichts was machen? Und da ist ein Projekt aus entstanden. Und das Letzte, was ich noch von dem Projekt weiß, ist, dass die Menschen die Möglichkeit hatten, ein kleines Gelände, 4 Quadratmeter für sich zu kaufen und waren dann plötzlich Besitzer und nicht mehr Slum. Und so ist aus dem Slum eben dann eine Region geworden, beziehungsweise ein Stadtteil. Fand ich sehr, sehr berührend. Ich werde mich danach mal wieder... Unglaublich, wie das
wie man da Potenzial entfalten kann, oder? Also einfach schon alleine, indem ich die Umgebung verändere und damit auch das Innen verändere. In dem Fall den Müll wegräumen und damit auch einige Blockaden, die man so drin hat. Ne? Und das Spannende ist eben dieses, ich nenne es jetzt mal so, und das ist auch als Ermutiger immer mein großes Credo, hey, fangt klein an. Fang klein an, in dem Moment, wo wir sagen, ich werde was ganz Großes und riesig, und dann passiert genau das, was du vorher auch gesagt hast. Und dann sind diese großen Vorhaben plötzlich immer kleiner und dann kommen Ausreden und dann, ich habe gemerkt, es geht doch nicht. Es geht doch nicht. Ja. Sondern Projekte, und das fand ich sehr berührend, wie diese Family, also mit zwei kleinen Kindern, ich weiß noch, wie ich selber damals kleine Kinder hatte, dachte, boah, würde ich das machen? Also fand ich sehr beeindruckend, aber eben, sie sagten, muss dort erstmal sein, um zu verstehen, was ist wirklich Sache und nicht von außen irgendwie was geben. Also hast mich da... Was sind denn so, das ist ja ein schönes Beispiel für was dich auch irgendwie ermutigt hat, ne? Was sind denn so Momente oder ja, Geschichten, die dich ermutigen, wo du sagst, da ziehe ich ganz viel raus und sehe, ah, da kann ich auch, also wenn die das können, dann ich auch, oder wow, das macht wieder Mut. Ermutigen tut mich wirklich oft etwas, wenn ich höre, dass Menschen dran geblieben sind. Also ich werde ja nachher etwas über Mut, zumindest aus meiner Sicht, sagen. Aber für mich immer, wenn Menschen dran geblieben sind, wenn Menschen gesagt haben, hey, ich gebe nicht auf. Ich habe vor kurzem den Film Niyat gesehen über diese Rekord- oder Weitstreckenschwimmerin, die sich als junges Mädchen vorgenommen hat, von Kuba in die Vereinigten Staaten zu schwimmen. Und hat es nicht geschafft. Ich glaube, als 26-Jährige nicht geschafft. Und mit 64 hat sie es gemacht. Also, mir will ich jetzt mal verraten. Ja, schaut euch den Film an. Niyat ist ein Name. Großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig zeigt das natürlich auch eine Verbissenheit. Also das ist schon so, das erlaube ich mir zu sagen, da ist natürlich ein ganz großes Maß an Verbissenheit. Ich will das jetzt machen dran. Mhm. Aber gleichzeitig, weil du mich gefragt hast, was, das sind die Dinge, wenn Menschen wirklich was angehen und ein Ziel haben und sagen, hey, ich bleib dran. So nicht nach dem Motto, ich habe es probiert, aber ich habe ganz schnell gemerkt, das geht sowieso nicht. Das sind dann oft die... Spannend, ne? Weil wenn die Geschichte andersrum gewesen wäre, hätten wir sie auch geglaubt. Ne? Also die 24- oder 26-Jährige hat es geschafft und die 64-Jährige nicht. Und dann gibt es immer in unserem Kopf diese Ausrede, na, ich bin dafür noch zu jung oder ich bin dafür schon zu alt. Und das sind alles entmutigende Phrasen, die nur unser Kopf schafft. Ja? Oder vielleicht manchmal auch das Umfeld. Aber an sich... muss es gar nicht stimmen. Ich kann das genauso noch mit 64 oder später machen. Und das ist auch eines meiner Mutsätze, dass ich wirklich sagen kann, aus tiefster Überzeugung, und je älter ich werde, umso mehr Gewicht hat das natürlich. Also liegt daran, dass ich immer schwerer werde. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Bleib. War das ein Lacher oder was? Also bleib dran, es ist nie zu spät, seine Träume nochmal anzugehen. Und gerade deshalb gefallen mir solche Geschichten. Meine Eltern hatten einen Freund, der ist, ich glaube, 8-mal von Oberschwaben, wo ich herkomme, zu Fuß nach Santiago de Compostela gelaufen. Also 8-mal hat er das gemacht. Ein Freund meiner Eltern hat sich vorgenommen, auf den Kilimandscharo zu gehen, und mit 80 ist er auf den Kilimandscharo, und es war sein Lebenstraum. Der war großer Bergsteiger und hat dann wirklich vorgehabt, das hat er nicht hingekriegt, er wollte jodeln. Er konnte sehr gut jodeln, aber da hatte er keine Luft mehr, keine Energie, und es war für ihn ganz furchtbar, dass er da oben nicht jodeln konnte. Dann ist er mit 80 hoch. Also eben Menschen, die dranbleiben, die nicht aufgeben und nicht sagen, ich habe einmal Mut gehabt und habe was Großes gebracht und dann war es das. Sondern manchmal sind es gerade die Dinge, die im Kleinen beginnen, wo wir dranbleiben. Da kann ich nur jedem immer wieder und mir selbst auch Mut machen. Und ich möchte jetzt von dir noch mehr Mutmachendes hören, weil ich habe gerade schon gehört, du bist anscheinend Meister in dem Sport, den ich auch gerade angefangen habe, Bogenschießen. Und eben, das ist ja, hat ja auch was mit das Ziel vor Augen haben. Und darum geht es ja auch oft bei Mut. Für was machen wir das eigentlich? Und insofern, ja, freue ich mich auf deinen Impuls und würde dir gerne die Bühne übergeben.
Danke, ja. Hier nochmal. Große Seite. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, ich nehme jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mal den Pfeil auf. Also nicht den Ball, sondern den Pfeil auf, weil Karin hat es vorhin erzählt, mit meinem Bogenschuss, der mittlerweile für mich selbst legendär ist, weil ich mache ihn live im Moment nicht mehr. Das liegt also hauptsächlich daran, dass vor ein paar Jahren ein Bogenschütze in Schweden ein Attentat verübt hat. Und das war für mich so ein Moment zu sagen, nee, dann kann ich das jetzt live nicht mehr machen, weil wenn da jemand im Publikum wäre und du kommst mit dem Pfeil und Bogen, dann könnte das einfach Unmut auslösen. Aber ich sage jetzt mal so, über mindestens 25 Jahre habe ich das gemacht. Und begonnen hat's, weil ein Bogenkamerad, also derjenige, der mich zum Bogenschießen gebracht hat, jetzt mittlerweile vor über 30 Jahren, der sagte zu mir, ein Bajoware, Wost, Bogenschießen ist ganz einfach, da musst bloß blöd sein. Da musst blöd sein. Hast das Ziel vor Augen, ziehst aus und dann lässt los und dann triffst. Ich habe dann dieses blöd sein in einfältig sein ausgetauscht. Einfältig. Und in meinem Vortrag mit dem Bogenschuss habe ich dann immer gerne erklärt, vielfältig trifft man das Ziel nicht. Wenn ich jetzt vielfältig hier herumschieße, ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da, dann werde ich maximal Menschen treffen und nicht das Ziel. Ich habe das Ziel vor Augen, bring Kraft auf. Das ist so eins der Geheimnisse beim Bogenschießen. Je mehr Kraft ich aufbringe, je weiter ich den Bogen ausspanne, umso schneller und exakter fliegt der Pfeil. Und ich glaube deshalb, danke für diesen Impuls zum Bogenschießen. Deshalb ist es beim Mut auch oft so. Wenn wir allen Mut, wie wir sagen, zusammennehmen, dann gehen wir an eine Sache ran. Aber vorher würde ich gerne mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, klären, was ist eigentlich Mut? Unter Mut verstehen wir in der Regel immer, wir springen aus einem Flugzeug, wir tauchen ganz tief, Bungee-Jumpen, Achterbahn fahren, also alles solche Dinge, wo man eben Mut braucht, beziehungsweise eine Angst überwinden muss. Ich habe irgendwann mal im Gespräch mit meinem wunderbaren Freund und Kollegen Martin Mall, der Fallschirmspringer ist, festgestellt, also zumindest hat er das erzählt, für ihn wäre es mutig, nicht aus dem Flugzeug zu springen, sitzen zu bleiben. Weil der Pilot, wenn der mal auf ein paar tausend Meter Höhe ist und alle sind draußen, dann hat er nur ein Ziel, so schnell wie möglich runter. Und dann lässt er manchmal die Maschine fallen, so wie wir es aus irgendwelchen Filmen kennen. Die Maschine stürzt. Es gibt anscheinend auch Bilder, wo das Flugzeug schneller fliegt als die Fallschirmspringer, also Flugzeug überholt. Und er sagt, das ist mutig, sitzen zu bleiben für mich. Rausspringen, das ist ja mein Hobby. Das macht mir Riesenspaß, brauche ich nicht Mut, sondern das ist ein Riesenfun. Und für mich wäre es irremutig. Ich war dabei, als mein Sohn einen Begleitflug, Sprung gemacht hat zu zweit. Und ich hätte mir da in die Hosen gemacht. Ich, der Ermutiger, war nichts für mich. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die hätten ein Riesenproblem, um das Beispiel von Karin nochmal aufzugreifen. Übrigens, Karin, es sind jetzt dann 44 Jahre Bühnenjubiläum und nächstes Jahr feiere ich mein 40-jähriges Selbstständigkeitsjubiläum, nur so mit den 30. Aber es liegt wahrscheinlich an meiner alten Vita. Auf jeden Fall, wenn man vor 800 Leuten spricht, gibt es Menschen, die würden da, glaube ich, total in sich versunken 1000 Tode sterben. Für mich, weil es für mich Erfüllung ist, vor Menschen sprechen zu dürfen, ist das ein Geschenk. Also ich brauche da nicht wirklich viel Mut. Fazit, es gibt verschiedene Mutformen und verschiedene Mutsituationen. Was für den einen total easy ist, ist für den anderen ganz schwer. Deshalb will ich heute mal die Mutformen erklären. Ich habe es mir extra hier oben hingeschrieben. Es gibt also die sogenannte Anmut. Wehmut, Langmut, Reumut, Kleinmut, Großmut, Sanftmut, Armmut, Wankelmut, Schwermut, Hochmut, Übermut, Wehrmut, Unmut, Perlmut, Hellmut, Hartmut, Mammut, Siegesmut, Einmut, Heldenmut, Wohlgemut, Widermut, Wahnmut, Kühnmut, Kriegsmut, Jugendmut, Liebesmut, Löwenmut, Hasenmut, Lebensmut. Also das sind die, die ich recherchiert habe. Und ein paar habe ich jetzt noch nicht erzählt, weil die erkläre ich in meinem Vortrag immer etwas näher.
Perlmut werde ich oft gefragt, was ist Perlmut? Es ist der Mut, der perlt, wie beim Champagner. Er perlt. Es ist eben das, wo man sagt, doch, ich sollte jetzt wirklich mal, vielleicht ist es gut, wenn ich mal mit meiner Partnerin, meinem Partner rede. Ich sollte dem mal was erzählen. Und das perlt dann. Und plötzlich mal, fapp, und ich erzähl's. Aber es hat langsam begonnen. Das ist der Perlmut. Helmut ist der Mut, wo man sich vorher einen Helm aufsetzt und sagt, jetzt könnt ihr Eier werfen. Das ist sozusagen der Sicherheitsmut. Und was noch spannend ist, ist der Mammut. Es ist der Mut, auszusterben. Genau. Viele Unternehmen haben das schon gezeigt. Größer, schneller, weiter. Hier noch ein Merger, da noch eine Übernahme. Hier noch was Neues anfangen. Und dann wupp, Mammut weg vom Fenster. Also meine 5 Mutformen, die ich in meinem Mutvortrag immer gerne vorstelle, ist der Almmut als allererstes. Der Almmut. Der Mut, sich auf eine Alm zurückzuziehen, um vorzudenken. Deshalb auch einer meiner Lieblingssätze zum Thema Denken, Vordenken. Vorher denken. Weil viele denken nach. Das ist dann leider schon zu spät. Nachdenken. Sondern vorher denken. Und das im Idealfall auf dem Bettkantenalm oder der Bettkantenalm. Morgens aufstehen, sich auf die Bettkante setzen. Da habt ihr übrigens einen Riesen oder haben Sie einen Riesenvorteil. Sie sind schon mit beiden Beinen auf dem Boden. Sie können also nicht mehr mit dem falschen Fuß aufstehen. Und jetzt vordenken. Mit welchem Vorsatz gehe ich in den Tag? Also was wird mein erster Satz sein? Ist mein erster Satz, heute wird es wieder ein Scheißtag, heute wird alles wieder schwierig. Oder ich weiß jetzt schon ganz genau, ganz, ganz schwieriges Projekt. Oder das werde ich mich sowieso nicht trauen, das werde ich eh nicht machen. In der Psychologie nennt man das Self-Fulfilling Prophecy. In Deutsch finde ich es fast noch schöner, Sprache gestaltet Wirklichkeit. Das, was du aussprichst, trifft in der Regel nachher auch ein. Daher ist also der erste wichtige Mut, sprich gute Dinge aus. Das ist so, wie du gerade, Tina, erklärt hast. Umgib dich mit Menschen, die Gutes reden, die dir Mut machen. Schau dir Vorrichten an, nicht das, was schon passiert ist. Also beschäftige dich mit Dingen, die dir Mut machen. Aber es gibt Menschen, die treffen sich immer mit denen, die sich gegenseitig runterziehen, die eben gerade in der heutigen Zeit streben, was alles schlecht ist. Alles ist so schlecht und alles schwierig und logisch wirst du dann auch schlecht draufkommen. Nein, triff dich mit Menschen, die dir Mut machen. Also vordenken. Almut, die guten Gedanken, das Gute sich vornehmen und dann damit in den Tag starten. Das zweite ist der Frohmut. Der folgt dann auf dem Fuße. Frohen Mutes sein. Und ich gehe davon aus, Sie alle waren schon mal nachts allein in einem Wald. Wenn nicht, unbedingt machen. Unbedingt machen. Kleiner Tipp, wenn Sie nachts durch einen Wald laufen, singen Sie wohlklingende, ermutigende Lieder. Also ich war bei den Pfadfindern und wenn ich bei dieser berühmten Mutprobe nachts im Wald alleine durch den Wald lief, habe ich Peter und der Wolf gesungen. Allerdings eben die Melodie von Peter und nicht vom Wolf, weil ich bin fest davon überzeugt, niemand läuft nachts alleine durch einen Wald und macht das macht man nicht. Wir pfeifen oder singen dann, weil wir uns Mut machen mit etwas Positivem. Aber in vielen Unternehmen nur noch ein einziges Gejammer. Im Moment ist große Gejammer, wir finden keine Mitarbeiter mehr. Recruiting. Ich habe gerade mit wunderbaren Kollegen ein Projekt am Start unter dem Motto, vor dem Recruiting kommt Behalting. Sorge dafür, dass die Menschen in deinem Unternehmen sich wohlfühlen, dass sie gerne hier im Unternehmen arbeiten. Und das heißt vor allem für Führungskräfte, da bin ich ein bisschen wirklich forsch, liebe Führungskräfte, ihr benötigt den Mut, euch auch immer wieder zu hinterfragen. Was mache ich da eigentlich? Was tue ich da wirklich? Und ich rede nicht von sich in Frage stellen, sondern zu hinterfragen. Wie komme ich an? Wie komme ich an? Bodo Jansen in seinem Upstalsboom-Projekt hat da für mich in diesem Film, den es da gibt, eine klare Aussage. Er sagt, ich habe eine Befragung gemacht und ich ging davon aus, die Leute finden mich alle cool und super, weil ich bin ja cool und super. Und dann sagt er diesen Satz, es war ein harter Schlag ins Kontor, als ich mitgekriegt habe,
dass die meisten gesagt haben, sie haben ein Riesenproblem mit mir. Also ich formuliere es jetzt mal so. Das heißt, den Mut zu haben, sich selbst mal ehrlich zu befragen. Im Idealfall haben Sie Menschen, die Ihnen ehrlich die Meinung im positiven Sinne sagen dürfen. Ehrlich. Im Schwäbischen muss man da dreimal fragen. So nach dem Motto, jetzt sag mal ehrlich. Und dann sagen die meisten, ah, schon recht. Nein, da muss man zweites Mal fragen. Sag mir wirklich ehrlich. Wie empfindest du mich? Wie komme ich bei dir an? Ja, schon okay. Und jetzt den Mut zu haben, ein drittes Mal zu fragen, nur noch mit einem einzigen Wort, ehrlich. Allerdings muss man damit rechnen oder kann man damit rechnen, dass Freunde, die echten Freunde dann sagen, ich glaube, du setzt dich jetzt mal lieber hin. Und dann kommt das, was einen weiterbringt. Ich habe mal den Satz gehört, Kritik sollte dein größter Freund sein. Das bringt mich weiter. Und dann folgt der Wagemut. Dann kann ich etwas wagen, aber eben im Kleinen beginnend und nicht gleich, ich muss Riesengroßes bewegen, sondern im Kleinen beginnend, indem ich sage, ja, ich wage mal was. Ich werde bei meinem nächsten Hotelbesuch am Frühstückstisch aufstehen und einfach aufs Glas klingeln und dann sagen, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in diesem Raum. Ich wünsche Ihnen einen schönen, ermutigenden, feinen Tag. Und dann setzen Sie sich wieder hin. Das ist der erste Schritt, wenn Sie in Sachen Reden mutiger werden wollen. Übrigens, was nicht mutig ist, irgendwas kaputt machen, irgendwas zerstören, anderen Menschen Schaden zufügen, das läuft bei manchen unter dem Motto Mut. Aber ich glaube, sagen zu dürfen, Mut ist immer nur dann wirklich Mut, wenn wir eine gute Sache bewegen. Also das, was du erzählt hast, Tina, was die Menschen dort machen, was ihr dort macht bei eurem Projekt, das ist wirklich mutig. Aber es ist nicht mutig, auf die Straße zu gehen und irgendwas kaputt zu schlagen und zu sagen, hey, da waren wir mossmusig, da waren wir mutig. Nein, das ist Unmut. Unmut und zerstört und löst eigentlich nur Wut aus. Nur Wut aus. Deshalb auch etwas, was ich jedem ans Herz lege. Hey, hab einmal den Mut, dir eine eigene Grabrede zu schreiben. Verrat das. Ich habe meine eigene Grabrede gesprochen, weil ich war in letzter Zeit traurigerweise auf vielen Beerdigungen und habe irgendwie für mich klar sagen können, ich habe keine Lust, dass irgendjemand irgendwas an meiner Abschiedsfeier sagt, Feier, bei mir ist es ja Feier, sagt, wo ich selber denken würde, ist ja gruselig. Deshalb habe ich sicherheitshalber mal selber was aufgenommen. Ob meine Kinder das dann abspielen, ist in deren Hand. Ich vertraue darauf, dass sie ihrem Paar diesen letzten Dienst da erweisen. Und deshalb, schreibt euch mal selbst eine Grabrede. Schreiben Sie sich mal eine Grabrede. Und dann werden Sie feststellen, was möchten Sie, dass über Ihr Leben einmal gesagt wird? Wollen Sie, dass die Leute sagen, hey, der hat nur eingesammelt. Der war die ganze Zeit nur mit der Frage beschäftigt, was kriege ich, was habe ich davon? Und da darf man auch eins wissen, das deutsche Wort Krieg, ne, was kriege ich, wird genauso geschrieben wie das deutsche Wort Krieg. Und damit gibt einer, wenn er immer nur fragt, was kriege ich, die Antwort mit auf den Weg in einem und demselben Satz. Ich kriege im Endeffekt Stress. Und jetzt sehe ich auf die Uhr, jetzt muss ich mich auch heilen. Es gibt noch den Freimut. Freiheit braucht Mut. Es gibt was, das braucht noch mehr Mut, Dummheit. Dummheit braucht noch mehr Mut. Aber mein Freimut heißt, und da habe ich irgendwann mal einen Satz dazu gemacht, Freiheit bedeutet nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern ohne Probleme das zu lassen, was man tun könnte. Das ist für mich Freiheit. Freiheit. Könnte mir heute Abend wirklich alles Mögliche reinziehen. Aber ich kann es auch lassen. Und das ist für mich so der Freimut. Ich bin wirklich frei. Und wir wissen, es gibt viele Menschen. Nelson Mandela ist zum Beispiel einer davon. Bonhoeffer. Die waren eingesperrt. Aber ich glaube, sie hatten eine viel größere Freiheit, wie viele, die draußen scheinbar frei rumlaufen. Und am Ende eben der Edelmut, die Demut. Edel sei der Mensch und Mut.
Und Edelmut, da leite ich jetzt wieder über auf uns beide, Tina, ist eben das, wenn ich mich für etwas einsetze, was der Welt, den Menschen Gutes bringt. Das ist für mich Edelmut. Wenn ich wegblicke von, was habe ich davon, sondern wirklich sage, hey, ich möchte was Gutes bewegen und möchte was Nachhaltiges auf dieser Welt machen, wo im Idealfall Menschen irgendwann mal sagen, hey, das war wirklich eine klasse Sache. So, jetzt gebe ich wieder über auf uns beide. Wow, Johannes, das war so anregend. Ich habe jetzt ganz viel Gedanken mitgenommen. Vielen, vielen Dank. Also schon alleine uns einzuladen, mal vorzudenken statt nachzudenken, ja, oder eben ja die eigene Grabrede schon mal vorzubereiten in dem Sinne auch. Das musst du jetzt noch nicht machen. Gerne, da bist du noch, ja, bist doch, du noch weit davon entfernt, aber trotzdem spannend. Du weißt nie, wann es passiert. Also ich finde es spannend auch zu hören, was unsere Teilnehmenden so bewegt. Also ihr habt ja neben dem oder unter dem Videofenster, wo ihr uns gerade seht, einen Chat und da einfach mal reingehen. Und uns gerne mal schreiben, was haben diese Impulse bei euch ausgelöst? Mal ehrlich, mal ganz ehrlich. Was ermutigt euch oder was bewegt euch dabei? Das finde ich richtig spannend. Bei mir war es, wie gesagt, gerade Johannes, das mit dem Vor- und Nachdenken und deine ganzen, ja, Wortspiele, die, glaube ich, ganz viel auslösen, nochmal anders über Sachen nachzudenken. Gerade auch, was kriege ich, ja, oder Behalting statt Recruiting. Ich hab mich schon gefragt, was wäre denn mutig zum Beispiel aus deiner Sicht, was Führungskräfte tun können, was zum Behalting beiträgt, ja, was sie bisher noch nicht tun und vielleicht ein bisschen Mut erfordert. Na, ich glaube wirklich die ganz ehrliche Frage: Hey, wie geht's Ihnen? Oder wenn du ein persönliches Verhältnis hast, wie geht's dir wirklich mit mir? Wie ist meine Art? Also sollte meine Assistentin jetzt wirklich zuschauen, dann hoffe ich, dass sie es bestätigen kann, dass ich weiß, was für ein ab und zu unmöglicher Typ ich bin. Und daher ist für mich immer wieder wichtig, da ganz ehrlich zu sein und zu sagen, hey, lass uns ehrlich miteinander reden. Wenn ich Vollpfosten bin, dann sag mir es bitte, weil ich will das ja gar nicht. Ich will es nicht. Ich hatte mal ein Freund von mir hat eine Zeit lang dauernd seine Assistentin gewechselt, dauernd. Und er hat mir dauernd erzählt, wie furchtbar, wie unmöglich die sind und es gibt's gar nicht. Und ich glaube, nach dem 5. Wechsel habe ich mich getraut, ihn zu fragen, hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob vielleicht du das große Arschloch bist? Aber dafür muss man die Freundschaft haben und muss Mut haben. Und als Mitarbeiter kannst du es ja nicht machen. Du kannst ja nicht deiner Vorgesetzten, selbst wenn du weißt, dass du die 5. Assistentin bist oder der 5. Assistent, sagen, haben sie sich schon mal gefragt, warum die Leute immer gegangen sind, bist du ja sofort draußen. Du bist ja sofort draußen. Und ich glaube, nur das bringt ein Unternehmen auch wirklich weiter. Eine offene Kommunikation. Und damit meine ich nicht, man muss sich alles um die Ohren hauen, aber wirklich so ein offenes, ehrliches Verhältnis. Ja, Stefanie hat vorhin auch im Chat geschrieben, Feedback ist das Frühstück der Champions. Also das bringt dich halt weiter, ne? Oder kann halt diese Entwicklung überhaupt erst ermöglichen, weil man selber natürlich oft betriebsblind ist für Möglichkeiten der Veränderung auch. Ja. Ich glaube, irgendwie bin ich auf dem falschen Chat. Ich lese immer nur, was der Thorsten und die Karin schreiben. Ich habe einen Chat, da hat jetzt zum Beispiel Roland geschrieben, auch als Sternzeichen Frechdachs fühlt er sich inspiriert und mutig und freut sich auf sein nächstes Frühstück im Hotel. Wahrscheinlich wird er dann deine Empfehlung mal nachkommen. Wie oft hast du das schon gemacht, Johannes? Ich habe leider irgendwie den falschen Chat offen. Wenn du also wichtige Dinge, Fragen an mich hast oder jemand Thorsten, gib sie bitte weiter. Ich bin da jetzt gerade. Mache ich gerne, genau. Schreibt gerne eure Fragen oder Gedanken dazu. Wie oft, ich wollte dich gerade noch fragen, wie oft hast du das oder ist das so eine regelmäßige Übung bei dir? Das machst du irgendwie einmal die Woche im Hotel aufstehen und allen lauten guten Morgen wünschen? Ja, also ich mache natürlich keine Standardübungen, aber ich probiere wirklich nach dem Motto, nie was von anderen erwarten, was du selbst nicht gemacht hast. Also ich weiß, dass meine Kinder, ich habe 3 Kinder, dass die früher echt manchmal darunter gelitten haben, wenn der Vater überall irgendwelche Leute angequatscht hat oder irgendwelche Kommentare abgegeben hat.
vor kurzem wieder, es fällt mir wirklich nicht ein, was, weil es geht so schnell. Aber ich weiß, ich habe irgendwo an der Schlange gestanden und da hat irgendjemand vorne was geredet und da habe ich da Antwort drauf gegeben. Das löst dann natürlich dann erstmal so ein merkwürdiges, alle treten sich um aus. Aber manchmal mache ich sowas einfach. Aber auch da sollte es aufbauend sein und nicht irgendwie abwertend. Wo brauchst du denn Mut? Also das Leute anquatschen ist offensichtlich jetzt nicht gerade deine Schwäche, sondern das kriegst du hin. Da bist du auch mutiger als so manch anderer und forderst auch die Geduldsmut deiner Familie heraus. Wo ist es, wo du Mut brauchst? Ja, Mut zur Stille. Mut zur Stille. Wenn du Redner bist, Rednerin in dem Fall du, dann haben wir eins, wir sind dauernd am Labern. Also ich, und ich merke, ist leider viel zu spät. Meine Frau gibt mir dann manchmal auch ein Zeichen, wenn ich wieder nur rede. Und ich brauche Mut zur Stille. Aber auch zur Stille im Sinne von inneren Einkehr. Das ist auch ein wichtiger Schritt, ne? Sich mal eben der Mut, sich zurückzunehmen. Oder wie uns hier auch ein Gast im Chat schreibt, Lothar, aus Routinen auszubrechen und Nachhaltiges zu wagen. Also etwas zu tun, was man eben sonst nicht tut. Oder Stefanie schreibt gerade, Professor Bauer sagt, die Auseinandersetzung mit sich selbst ist der schwierigste Konflikt unseres Lebens. Deswegen laufen wir so sehr davon weg, ja. Also ich wurde auch gefragt, was für mich Mut erfordert. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Dieses selber gründen, also es ist ein bisschen witzig, ne, wenn man als Speaker sagt, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, aber mir geht es ja immer um die Sache, um Nachhaltigkeit. Und genau, und dann eben selber was gründen, was ja auch ein gewisses Risiko hat. Das könnte ja scheitern. Alle sagen, ach, habe ich ja eh gewusst, ja. Und wenn es funktioniert, dann sagen alle, ich war von Anfang an dahinter. Also da gibt es ja auch so verschiedene Abstufungen, kann man dann feststellen im Umfeld, von wie mutig die Leute mitgehen auch. Das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Absolut, absolut. Und Mut zur Stille heißt für mich eben auch wirklich Mut, sich Zeit zu nehmen, in die Tiefe zu denken. Also ich glaube schon, dass ich auch jemand bin, der in die Tiefe denkt, in die Tiefe geht. Aber bei mir ist immer so Motor, machen, machen, machen. Gerade wenn du mutiger bist, in Anführungszeichen mutiger bist, rufen natürlich ganz viele immer an und erwarten, hey, komm und mach. Und daher ist dieses berühmte Mut zum Nein sagen auch ein ganz wichtiges. Und zwar nicht so Nein, sondern überlegt es, nee, da bin ich jetzt nicht der Richtige. Oder da kann ich jetzt nicht gehen. Ja, jedes Nein ist ja auch ein Ja zu etwas anderem in deinem Leben, genau. Ja. Was du dann wieder bejahst. Und du ermutigst ja so viele auch, du hast auch so ein Set dafür, ne? Wo du quasi Tools und Tricks und Tipps zum Ermutigen gibst. Wie sieht denn das aus? Gut, dass du das ansprichst. Ich hab irgendwann mal mit wunderbaren Menschen, 77 an der Zahl, ein sogenanntes Mutkarten-Set gemacht. Ich habe die einfach gefragt, also erstens mal habe ich sie gefragt, welche Farbe hat Mut? Deshalb hat das Set auch ganz verschiedene Farben. Und habe dann jedem die Frage gestellt, gib doch mal einen Mutspruch ab und eine Mutaufgabe. Was könnte man machen? Und ich habe die 7 Best habe ich mir ausgesucht. Ich schaue mal, ob wir die Zeit noch schnell haben. Also zum Beispiel mein wunderbarer Kollege und Freund Ulrich Tukur. Der hat auf die Frage, was ist für dich, wo habe ich es genau, was ist für dich mutig, hat er gesagt, gib. Und was ist dein Mutspruch, gib. Fand ich sehr, sehr einfallsreich. Gib und gib. Oder eine ganz tolle Artistenkollegin von mir, Antje Mertens, sagte, habe den Mut, deine Ängste zu überwinden, denn sie sind oft nur ein Produkt deiner Fantasie. Und als Mutempfehlung sagt sie, wandern Sie einmal von Ihrem Zuhause 3 Tage an einen anderen Ort. Also wir müssen nicht den Santiago de Compostela Weg laufen, sondern es reicht einfach von zu Hause mal 3 Tage irgendwo hinzulaufen und zu gehen. Und so gibt's ganz viele. Ich glaube, alle guten Dinge sind 3. Ich lese noch mal eine vor, sonst bremst mich ab.
Walter Röhrl, großartiger Rennfahrer. Also ich durfte ihn einmal bei einer Veranstaltung kennenlernen und fand mich geehrt, dass er mitgemacht hat. Walter Röhrl sagt den Satz, aufgeben tut man eine Postkarte. Gib niemals auf. Fand ich großartig. Aufgeben tut man eine Postkarte. Wir haben eine spannende Frage aus dem Chat, Johannes, nämlich wo ist sozusagen die Grenze zwischen Mut und gefährlichem Leichtsinn? Also, oder ist diese Frage schon falsch? Wie können wir hier unterscheiden? Ist da vielleicht auch was bei den Karten dabei, die so ein Tool, was einem dabei hilft? Nee, es ist der Übermut. Es ist eben diese verschiedene Mutform. Also da reden wir von Übermut. Wenn ich etwas tue, wo ich eben weiß, das ist leichtsinnig. Also viele Bergwanderinnen und Bergwanderer laufen mit Flipflops. Das ist Übermut. Das hat nichts mit, ich bin mutig, deshalb brauche ich keine Bergschuhe zu tun, sondern es ist, könnte man sogar sagen, blanker Wahnsinn. Ja, also den Übermut davon zu unterscheiden. Ja, und eine mutige Frau, die schon seit 20 Jahren in einem Business ist, was nicht immer leicht ist, aber uns alle immer wieder ermutigt, die möchte ich jetzt nochmal auf die Bühne holen. Das ist Karin Burger. 20 Jahre Agenturjubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hey Karin, super. Hey. Ah, ich habe noch nie so viel mitgetippt. Ich habe hier ganz viel mitgetippt und bin wie immer hingerissen von eurer Brillanz in der Rhetorik und diese Bilder im Kopf zu evozieren. Und hier wurden so viele Seiten in mir heute zum Schwingen gebracht, Tina und Johannes. Ich bin so froh, dass ich euch in meinem Leben habe und dass wir heute hier mit, Achtung, 382 Menschen zusammen sind. Das finde ich ja doch ein Saal. Genau, Johannes, es waren fast 400. Hallo an alle. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich ganz anders hingesetzt. Danke an euch alle, dass ihr da seid. Und mir bleiben jetzt noch drei Aufgaben. Erstens, ich habe es gerade in den Chat geschrieben. Ich sage es nochmal langsam zum Mitschreiben. Der Johannes hat uns angeboten, dass jeder und jede, die jetzt eine E-Mail an mich schreibt, an team@karinburger.de, diese Mutkarten vom Johannes zugeschickt bekommt. Seid schnell. Das machen wir. Und jetzt hoffe ich nicht, dass es 200 sind, aber auch das kriegen wir gewuppt. Wir wollen den Mut in die Welt bringen. Und ich habe ja das Jahr des Mutes ausgerufen. Deswegen also E-Mail an team@karinburgerzusammen.de. Betreff Mutkarten Johannes Wart. Und dann kriegt ihr die in den nächsten Tagen per Post. Dann möchte ich alle ermuntern, und vielleicht kann der Thorsten nochmal den Link in den Chat hauen, Mitglied bei der Generation Restoration zu werden. Nicht alle haben die Kraft, wie Tina, so eine Organisation mit 150 Menschen auf 5 Kontinenten ins Leben zu rufen. Aber ihr könnt mitmachen und Tina dabei unterstützen. Ich gebe meine Hand auf mein Herz, dass jeder Cent, den ihr da spendet, auch als Mitglied oder einfach nur als Spender, wirklich, wirklich da ankommt, wo es hingehört. Wir helfen, oder ich bin auch Mitglied natürlich, wie Tina und die ganzen Menschen, die da mitmachen, helfen dabei, dass die Leute in ihren Ländern wieder glücklich leben können und gesund. Und ich glaube, dass das das Allerbeste ist, dass wir Menschen, die vielleicht flüchten würden, so ermutigen können, zu Hause zu bleiben, dass sie gar nicht auf diese gefährliche Reise machen müssen. Und zum Schluss bleibt mir noch, die nächsten Lunch and Learn Sessions anzukündigen. Und jetzt bitte ich gleich den Thorsten mit zu mir auf die Bühne, unseren unglaublichen Leiter Streaming-Technik. Lieber Thorsten, tausend Dank. Du bist so süß, auch immer mit deinen Konfetti und Herzchen und Smileys und Applaus. Danke für dein... Kriegst du gerne. Volles Programm für dich. Karneval. Bestimmt Karneval, oder? Hier bei mir in München ist schon Karneval. Ja, bestimmt. So, du auf der Bühne bist immer. Die nächsten Lunch and Learn Sessions. Nehmt schon mal einen Kuli raus. Am 29. Februar haben wir eine weitere Session zum Thema Mut, und zwar die Mutoffensive von einer unglaublichen Truppe aus Mittweida. Das sind der Professor Zintel, die Dr. Julia Bressler, Professor Knauer, Dr. Zeitler und Bert Helbig, die uns erklären werden, wie wir uns Unternehmerinnen und Unternehmer uns auf diese Zeiten vorbereiten können und unseren Mut aktivieren. Und am 21. März begrüßen wir hier den Dr. Karl Norton und die Katrin Hansmeier, die gemeinsam auch rund um dieses Thema eine Session stricken werden. Also bleibt dabei, ihr kriegt die Einladungen. Und jetzt, lieber Thorsten, können wir uns ja alle nochmal live treffen. Ihr könnt also Tina und Johannes jetzt
Löcher mit euren Fragen. Und Thorsten, wie geht denn das jetzt? Wir müssen auf eine andere Plattform wechseln, oder? Genau, sehr, sehr gerne. Und bevor wir das tun, ein ganz kurzer Hinweis noch. Wenn Sie dieses tolle Format nicht nur genießen wollen, sondern auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Ihre Vertriebspartner, für Ihre Kunden anbieten wollen, können Sie uns auch jederzeit gerne ansprechen. Beispielsweise im Versicherungsbereich, die Pfefferminzia nutzt das schon, dass die einmal im Monat ihr eigenes tolles Format produzieren. Ja, das, was Karin gerade ansprach, gibt es natürlich jetzt auch, und zwar die Möglichkeit, dass wir uns auf Go Brunch gleich noch einmal treffen. Den Link packe ich auch zum einen gleich nochmal in den Link in den Chat. Zum zweiten finden Sie auch unter dem Stream, und da haben Sie nochmal die Chance, sich auch mit uns nochmal auszutauschen. Ich sage vielen Dank für die Inspiration und bleiben Sie mutig. Bis gleich.